Du bist also drin. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Das ist also Eluthia. Hier wurde ich geboren. Hier wurdest du gemacht. Ja, danke, Silence. Wieder sehr, ja. Er hat sehr viel Fingerspitzengefühl, der Gute. Ich würde mich ganz gerne hier überall umsehen. Ich glaube... Das sind also künstliche Gebärmütter? Die Mütter einer neuen Generation, hunderte von Jahren alt. Und ich? Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Aber warum? Zu der Zeit konnte man also schon über künstliche Gebärmütter Kinder zeugen. So Kindergebären, wie man es auch immer nennen möchte. Hier links. Zeichnungen sind auch interessant, ne? Ist hier Hades ist? Das ist auf jeden Fall, ich habe ihren Namen vergessen. Gaia, danke. Das sieht aus wie Kinderwiegen. Die Wiegen der Ursprungsanlage. Diese Dinger, die Multiservitoren. Sie haben sich um sie gekümmert? Es war niemand anders da. Roboter haben sich um sie gekümmert. Kommst du auf die Welt und das Einzige, was sich um dich kümmert, sind irgendwelche Roboter? Keine richtigen Eltern. Aber das ist alles nur verdammt gut erhalten, ne? Wenn das hier schon ein paar hundert Jahre alt ist, ne? Also, richtig gut erhalten. Oh, hallo. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder. Zur Zeit. Zur Zeit. Zur Zeit. Zur Zeit. Zur Zeit. Zur Zeit. Zur Zeit! Okay, also diese Roboter hatten beschädigen partiell. Sahen also aus wie Menschen, so like Detroit Become Human. Wie die Kinder wohl bestraft haben mit dem Stromschlag? Was ist dein? Blau ist die Farbe des Himmels. Weiß ist die Farbe der Wolken. Gelb ist die Farbe der Sonne. Grün ist die Farbe von Gras. Blumen haben alle Farben. Sieh mal her. Bienen sind gelb und schwarz. Und sie lieben Blumen. Und sie kommen. Wenn man da gerade dieses Video im Kopf hat, ich bin eine Biene, dann klingt das so richtig schön falsch. Ich bin eine Biene. Ich bestäube dich. Und hier haben sie gelebt. Was für ein Chaos. Alles ist kaputt oder beschmiert. Wie lange haben sie hier gelebt?
Ja, wenn man das... Ja. Oh, hier noch so ein Roboter. Kinder, jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Verschwinde! Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch! Du klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und zuckt euch aus. Hm. Roboter sind nicht unbedingt die richtigen Personen, um Menschen aufzuziehen, habe ich das Gefühl. Weißt du, regst du dich auf und dann kommen sie mit dir mit irgendeiner Prozentzahl. Ja, ich habe festgestellt, anhand ihrer Stimme, dass sie sich um 30% erregt haben. Und ja, das mit dem erregt habe ich jetzt extra gesagt. Ich muss euch leider entlassen. Aber warum? Es gibt hier keine Nahrung mehr. Und da draußen ist welche? Wir wissen es nicht. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier und schlafe und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer und werdet lernen. Es fehlt so ein bisschen das Einfühlungsvermögen, ja. Ist so. Die Frage, naja gut, eigentlich ist das nicht die Frage, aber... Kann man menschliche Emotionen simulieren? Ist ja auch eine Emotion, eine menschliche, so Einfühlungsvermögen etc. Kann man das simulieren? Oder ist das zu komplex? Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal! Wir wollen jetzt! Da ist viel Platz. Jetzt, Vater! Kinder, der Bereich ist noch nicht verfügbar. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt. Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter! Kinder, wird meine Hilfe benötigt? Geh weg, Heilerin! Lena, du hast eine leichte Prellung. Verschwinde! Sie waren hier gefangen. Ihr ganzes Leben lang. Die weite Freiheit immer vor Augen. Was ist schiefgelaufen? Warum konnten sie nicht in die anderen Bereiche hinein? Keine Ahnung. Aber du wirst dieses Problem nicht haben. Jupp. Ja, kann man das Problem, würde eher sein, es richtig auf die entsprechende Situation anzuwenden. Diese Tür haben sie anscheinend nicht sehr gemocht. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Ja, das ist... ja. Ein Roboter ist halt kein Mensch, es ist halt einfach so. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie durch. Willkommen im Lyceum, einem Ort des Lernens. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier uns erwartet, warum die da nicht durch durften. Was war das hier genau? Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Aber warte mal, die sollten doch hier lernen. Schön. Bitte nehmt euch einen Fokus und befestigt ihn an eurem Kopf direkt neben dem Auge. Ich musste überall herumwühlen, um Fokusse zum Reparieren zu finden. Und hier lag ein Schatz, der niemandem nützte. Aber es wurde gerade gesagt, die sollen den direkt neben dem Auge platzieren, aber Aloy hat den halt am Ohr. Hat Aloy den jetzt falsch platziert? Oder sind das andere Fokusse? Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Zuckertüte? So viele Möglichkeiten. Warnung. Fehlfunktion. Apollo offline. Apollo offline? Du hattest recht, Aloy.
Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Das werde ich. Nicht mal. Ruft nie da vielleicht nicht rein, weil das offline war schon zu der Zeit, als die hier waren. Und die Maschinen haben dann einfach nur registriert, es ist offline und halt noch nicht die Zeit gekommen ist zu nutzen, weil es noch offline ist. Hallo mein Kind. Mein Name ist Achso, Samina. Das ist nochmal das Gleiche. Heute ist ein großer Tag. Ja. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Fehlfunktion. Das kommt jetzt bei jedem. Hallo mein Kind. Ja, das kommt bei jedem. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues, so viele Möglichkeiten. Scannen Sie Nachricht. Apollo Office. Das klingt wichtig. Ja. Das klingt wichtig so. Ich vermute, dass wir hier viel erfahren werden. Betriebsprotokoll. Und ja, dann wollen wir mal scannen. Elizabeth, es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die alle von ihnen halten sollen. Sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung.
Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest zwei, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Ja, wieder sehr einfühlungsmäßig, der liebe Silence. Okay. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was schiefgelaufen ist und warum die Welt so aussieht, wie sie heute aussieht. Identistem-Fehlfunktion korrigiert. Eluthia 9, Route 1, Zugriff freigeschaltet. Ich bin jetzt aber gerade immer noch ein bisschen verwirrt. Wie ist denn die Aloy denn jetzt rausgekommen? Wer hat die jetzt vor die Tür gesetzt? Weil die haben doch am Anfang gesagt, dass sie sich die Tür einfach geöffnet hat und Aloy war da. Soweit klar. Aber wer hat das gemacht? Verlasse die Anlage. Ja gut, ich glaube, hier gibt es ja auch nichts mehr zu sehen, ne? Ja. Das war so jetzt nicht geplant. Das wollte ich gar nicht. Das wird bestimmt interessant. Ja, wahrscheinlich. Jetzt sind wir wieder am Eingang, oder? Ja, wir sind wieder am Eingang. Die werden jetzt wohl ein paar Fragen haben. Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Erst Ausgestoßene, jetzt das? Ich will nicht verehrt werden! Ich bin nicht die Gesalbte! Ich gehöre nicht zu euch! Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier, überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz!
auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden.